Es ist mal wieder Donnerstag, das heißt, gestern Abend sind zwei neue Folgen vom Animus Podcast rausgekommen. Diesmal geht's weiterhin um Manuelsen und hauptsächlich um das Interview von diesem, welches nach dem Studioangriff und nachdem das Video hiervon erschienen war, mit Roos geführt wurde. Für Animus sind große Teile dieses Interviews gelogen, hätten aber dennoch auch einen Impact auf Animus Standing gehabt. Zudem gibt's noch einen ordentlichen, sagen wir mal, Rant von Animus über Manuelsen. Das alles gleich, denn ich bin Mr. Rap. Dranbleiben. 8, 9, 10. Apropos 10, mit dem Code RAP10 gibt's bei Sekt Plus 10%. Und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. Leute, der letzte Stand im Animus Podcast letzte Woche war, dass Manuelsen in dem lange andauernden Streit dann irgendwann tatsächlich mit Kollegen vor dem Studio von Gorex aufgetaucht war. Es laut Animus vor dem Studio 10 bis 15 Minuten so hin und her gegangen sei, ohne dass etwas passiert sei. Dann Manuelsen abgezogen sei, Animus zurück ins Studio und dann seien aber zwei der Kollegen von Manuelsen doch noch zurückgekommen und hätten quasi auf Animus eingeschlagen. Manuelsen habe hierbei dann aus zweiter Reihe quasi versucht, mit einem zugeklappten Messer in der Hand auf den Kopf von Animus zu schlagen, diesen hierbei aber nur leicht gestriffen. Irgendwann sei das alles dann vorbei gewesen. In der Folgezeit habe Animus über Ecken mitbekommen, dass Manuelsen quasi anbieten würde, wenn Animus öffentlich sage, das Ding sei geklärt, dann würde das Video von der Eskalation nicht rauskommen. Animus habe das auch im Hinblick auf seine eigene Familie gemacht, habe aber auch ein Foto von sich gepostet, in quasi fast unversehrtem Zustand, um den Leuten im Hintergrund zu zeigen, dass ihm eigentlich nicht groß was angetan worden sei, denn Manuelsen wiederum habe laut Animus im Hintergrund rum erzählt, man habe Animus quasi richtig vermöbelt. Später dann sei das Video der Eskalation doch rausgekommen und weil Manuelsen in diesem Zusammenhang gegenüber gewissen Leuten sein vorheriges Wort, von wegen es kommt nicht raus, nicht gehalten habe, sei dann ein ähnliches Video auch von Manuelsen entstanden, welches Animus wiederum mit eigenen Augen gesehen habe. So der Stand letzte Woche. In den jetzt neuen Folgen erzählt Animus, dass er irgendwann einen Anruf von einem Kumpel von Roos bekommen habe, welcher ihm gesagt habe, man fahre gerade zu Manuelsen, um ein Interview zu führen und wenn Animus wolle, könne man danach auch eins mit ihm machen. Zu dem Interview mit Animus ist es, wie wir heute wissen, nie gekommen. Zu dem Interview mit Manuelsen allerdings schon. Das legendäre "An diesem Tisch wird nicht gelogen" Interview. Animus nennt die Podcast-Folge dann passenderweise auch direkt "An diesem Tisch wurde nur gelogen". Und so sagt Animus hier, Manuelsen habe in diesem Interview den Koran auf den Tisch gelegt und darauf geschworen, dass nur er Animus geschlagen habe. Dieses Patsch, Patsch, Patsch und dann lag er da Animus im Beast-Mode. Ist ja mittlerweile auch zu so einer Art Meme geworden. Animus aber sagt, dass man ja sogar im zurechtgeschnittenen Video sehen würde, dass die Hand, die ihn da schlage, weiß, also nicht von Manuelsen sei. Wenn es auf dem ungeschnittenen Video eine Szene gegeben hätte, in welcher Manuelsen wirklich Animus alleine geschlagen hätte, dann wäre das laut Animus doch auch reingeschnitten worden, so wie man es halt darstellen wolle. Und so sagt Animus, die erste Motzenaktion von Manuelsen sei gewesen, ihn mit mehreren Leuten anzugreifen. Die zweite zu schwören, dass das Video nicht rauskommen werde und die dritte dann im Interview auf den Koran zu schwören und dabei zu lügen, vor den Augen der Öffentlichkeit. Animus selbst habe in dem Moment, wo er das dann gesehen habe, nur gedacht, das werde Gott schon irgendwann mal regeln und deshalb habe er dann auch nicht weiter auf dieses Interview reagiert. Bereits nach der Eskalation im Studio habe Animus seiner Familie von der ganzen Story erzählt und, weil er sich als 30-jähriger Mann immer noch mit so Straßengeschichten rumschlage, einen ordentlichen Einlauf von seinem Vater bekommen. Dies habe Animus quasi zum Aufwachen gebracht und seit diesem Moment habe er nichts mehr mit der Straße zu tun haben wollen. Es stimme also laut Animus nicht, dass er von der Straße nach dem Video quasi fallen gelassen worden wäre. Aber Animus sagt auch, dass nach dem Interview von Manuelsen alles gekippt sei. Der Name von ihm sei angekratzt gewesen und viele ehemalige Freunde von der Straße hätten Animus dann den Rücken gekehrt. Die zweite Folge von gestern beginnt dann mit einem ordentlichen Rant gegen Manuelsen selbst. So sagt Animus, dieselbe Öffentlichkeit, die Manuelsen genutzt habe, um Animus durch Lügen zu demütigen, in derselben Öffentlichkeit werde Manuelsen jetzt durch die Wahrheit gedemütigt. Dann geht Animus etwas auf die Situation mit Manuelsen und dessen Ex-Frau ein, unter anderem auch mit diesem Bernhard und Bianca Video, und sagt dann, das sei derselbe Typ, der sich Ehrenmann nenne im Internet. Der sage, er nehme seine Strafe wie ein Mann, aber welche Strafe habe er denn seiner Familie gegeben?
Und das alles nur, weil Manuelsen nicht die Größe besessen habe, darüber zu stehen oder sich mit Animus alleine zu treffen, so feige sei, ein Video ins Internet zu stellen und so schwach sei, den Shitstorm danach nicht zu ertragen und deshalb ein Interview geben müsse. Die zweite Folge endet dann mit einem Ausblick auf wohl nächsten Mittwoch, denn nun wird sich im weiteren Verlauf offenbar Animus mit Azad treffen, bei dem er ja zu diesem Zeitpunkt noch unter Vertrag ist. Wie wir ja aber wissen, kam da nicht mehr so viel und Animus tauchte dann irgendwann an der Seite von Bushido auf. Es wird also auch nächste Woche wohl wieder interessant. Bis dahin war's das von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüss. Das ist der natürliche Habitus eines deutschen Gangster-Rappers. So ist es.